Hallo, komm mal, komm mal, komm mal. Ich hab nur ein bisschen den Schrott aufgeladen. Fritzeldings. Ich will auch was, ich will auch. Ich will durch die Tür, geh durch die Tür. So wie bei Mirror's Edge, will nicht durch die Tür. Nein, 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 nein. In Mirror's Edge will sie sich nicht festhalten und einfach sterben. Und sie weiß nicht, wo sie lang will. Gut, dass es hier keine Sprunganlagen gibt. Gut, dass es hier keine Hochhäuser gibt. Also wieso? Das Kloster ist schon ein bisschen hoch. Ja. Wobei wir im Keller sind, aber auch egal. Ja und? Springen wir vom Dach in den Keller, das ist auch hoch. Na super, Secret. Als würde einem das Spiel sagen wollen, guck mal, da ist Geld, aber ich lasse dich nicht rein. Ich hab die Geheimtür gefunden. Was habt ihr denn für ein Problem? Ich hab's auch früher sammeln können. Nee, ja, aber ich hab die Geheimtür. Ein echter geldgieriger Sack findet immer einen Weg. Merke ich schon. Von meine Geheimtür. Mein Schatz. Mein eigen, mein Schatz, meine Tür. Mein Block. Meine Stadt, mein Bezirk, mein Viertel, meine Gegend. Meine Truhe. Mein Block. Ein Block. Block. Mein Block. Mein Block. Neu in S4, oder was? Hier ist Highlife in Farbe. Jimi Hendrix Video. Raganito. Wir müssen echt Chicky dabei haben. Echt mal, Andy. Raganito. Oh, in Akt 3. Weißt du noch, hol die kleinen Viecher? Oh Gott. Ja. Hol, kann das sein, dass dir deine Töle verreckt ist? Nee, doch nicht. Nö. Die hat eben so ein komisches Geräusch von sich gegeben. Hundi lebt noch. Noch? Komischerweise, meine Viecher haben bisher noch keinen Kratzer bekommen. Auch meine Stimme. Ist eine und Skelettviecher, die verrecken, wie die fliegen. Okay, ich habe den Weg nach unten gefunden, aber wo ist der Wegpunkt? Der ist ein bisschen wichtiger, damit wir aufhören können. Eben. Wasser. Ah, Ring. Ah, ja, ja. Moment, ich suche euch nur Atta. Atta. Ah. Atta. Atta, Atta. Atta, Atta. Achso, wo seid ihr hin? Was? Jägerlager oder was? Ja. Also. Ich finde mein Schwert episch. Dein Schwert ist episch. Gut, dass wir das Ding gefunden haben. Gut, dass du das Ding gefunden hast. So, ich habe einen ledierten Schädel. Wer will? Oh, zu spät. Bunker ich ein. Ich habe einen kleinen Zauber. 7 extra Gold zum Monster, aber den kann ich erst ab Level 15 benutzen. Lol. Braucht jemand einen Ring mit 10% schnellere Zauberrate? Nee. Ja. Okay, Moment. Sofort. Ach, da oben bist du. Ja, Moment, ja. Ich gucke nur schnell. Schmeiß einfach weg. Ja, sofort. Dich behalte ich mal noch. Obwohl... Schmeiß dich weg. Nein. So. Hoppala. Ja. Einmal, bitteschön. Aber wir sind ja richtig gut zu vorangekommen, finde ich. Oh, und ich finde mein Equipment jetzt schon richtig geil. So, meine Güte, ich habe hier Tränke bis zum Abkürzen. Ich würde aber gerne mal gleich auf meine Skills zugreifen können, damit ich mal gucken, was gucken kann. Mhm. Wie kann ich das machen, wenn ich kein Level Up bin? T. Ach ja, T. Vielleicht soll ich doch mal auch was auf Schwertbeherrschung machen. Kristallschwert. Ja, Schwert und Axt. Ich denke mal, das werden die einzigen Sachen sein. Du kannst ja so viel skillen, wie du willst. Du kannst ja immer noch einmal zurückskillen. Ja, eben. Ich muss mir nur merken, was ich bisher hatte. Weil meine Schreie würde ich gerne so lassen. Den Angst würde ich vielleicht ein bisschen weniger, aber... Ja, das Heulen setze ich dann mal auf 2 runter. Ach, heul das doch nicht so. Das Höhen setze ich auch mal runter. Weißt du, komm, ich mach das einmal. Jetzt? Ja, ich glaube ja. Okay. Ich glaube, ich mach das jetzt. Lecker Schokolade. Wertefähigkeiten. Obwohl, Werte? Kann ich, Auch die Stat-Points, die du auf A verteilst. Sag das muss ich. Schokolade. Ja, musst du. Na super, dann muss ich mir einmal aufschreiben, weil das würde ich gern so lassen eigentlich. Kannst du ja auch gleich offscreen machen. Ja. Oder jetzt ist auch... Voll. Das ist auch nicht schwer zu merken, ist ja fast alles dasselbe bei mir. Okay, mach das jetzt schnell. Ja. Ich sehe schon wieder die Kommentare. Da und da hättest du so und so und ba 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 und bu bu bu.
Wenn ich das so und so gemacht hätte, dann wäre das viel toller gewesen, weil du hast ja keine Ahnung von dem Spiel Memime. So nett war. Ja, stimmt. Macht gerade ein bisschen Glücksspiel. Oh, ich hab mal einen Totenschild bei mir auf die Rüssel gehauen. Jo. So ein bisschen Leben auffüllen plus zwei ist eben ja, ganz praktisch. So. Meine Stats habe ich jetzt einfach so gelassen. Da bin ich somit zufrieden. Und jetzt habe ich 14 Punkte hier zu verteilen. Also ich setze einmal auf Heulen. Dann... Sätze mit Bedacht, junger Padawan. Drei wollte ich auf Schrei machen. Also auf das Angstding würde ich nicht zu viel machen. Nee, habe ich jetzt auch nicht. Hm. Auf Hohen mache ich jetzt dann auch einmal. Also die halt in der Mittellinie sind die wichtigsten, glaube ich. Die habe ich automatisch. 30% mehr Ausdauer hatte ich einmal. Dann setze ich jetzt, glaube ich, auch mal zwei auf, Chance auf kritischen Treffer. Ich setze zwei auf Schwert und ein auf Axt. Dann, wenn ich Schrei auf Level 4 setze, dann habt ihr 50 Sekunden 130% Verteidigung. Oh, herrlich. Statt 40 nur 120. Ich glaube, das mache ich mal. Das gefällt mir. Und wenn ich es nochmal machen würde, wäre es richtig übertrieben. Dann hättet ihr nämlich für eine ganze Minute 140% Verteidigung. Dazu dann noch der Eichbaumweise. Herrlich. Und ich für meinen Teil dann noch die Zyklonenrüstung. Und ich meine Knochenrüstung. Okay, hier kann ich eben erst ab so und so. Ich bin jetzt Level 14 gerade mal. Okay, 18, was kommt hier als nächstes? Erst ab 18 und dann erlerne ich Eisenhaut. Eisenhaut auch schön. Werde ich wahrscheinlich auch nehmen. Natürlicher Widerstand. Ich muss mal gucken, also mein Eichbaumweiser gibt momentan plus 40% Leben. Nett. Dann weißt du aber mal, der Schrei, den setze ich eigentlich am meisten ein. Ja. Komm, gebe ich dem nochmal ein, habe ich jetzt noch drei übrig. Irgendwas wie Rauhaut oder sowas? Habe ich leider nicht. Elixiersuchen, was ist denn das? Da kannst du Leichen zersprotzen lassen und dann kommen da Elixiere raus. Das ist nutzlos. Das danach ist ein bisschen interessant, damit kann man manchmal gute Gegenstände finden, aber für uns jetzt so im Spiel nutzlos. Wenn du Tränke willst, Hände, halte dich an den Getränkemarkt. Ja. Und ab Level 64 grausiger Schutz. Ne. Ich bleib lieber bei dem anderen. Das lasse ich erstmal weg, das Hone. Hone! Ho, ho, hone! Ich kann ja aber auch mal welche weglassen. Speere werde ich, glaube ich, nie benutzen. Also ich möchte schon versuchen auf den Einhandwaffen, weil wenn ich den zwei trage, ist, glaube ich, besser. Shadow, ich habe eine Überraschung für dich. Oh, oh. Ich habe gerade beim Glücksspiel ein Kristallschwert gewonnen. Ich weiß nicht, ob das besser ist als eine Axt, aber wenn es besser ist, kannst du es tragen. Wieso kriege ich beim Glücksspiel eigentlich immer noch Scheiße raus und der auf Anhieb ein Kristallschwert? Also es ist von den Werten her schon mal besser. Hat auch Giftschaden, so wie meins. Mhm. 20, es hat zwar nur 6 Giftschaden für 2 Sekunden. Aber Giftschaden ist sowieso eher kriechender Schaden, der es nur bei Endgegnern bringt. Also bei kleinen Viechern macht das keinen Unterschied. Dann nehme ich das Kristallschwert. Doppeltes Kristallschwert. Power! Geil. Alter, das sieht so episch aus. Schrei mal. Kann ich doch nicht, ich bin hier in der Stadt. Ja, dann komm mal kurz voraus vor die Tür. Okay, komm mal Moment. Vor die Tür, ich will dich anschreien. Ja, hier, nein, ich will sehen, wie er mit den beiden Schwertern schreit. Ich mach mal meine Facebook-Freunde alle weg. Facebook? Moment, meine Facebook-Freunde wollen nicht weggehen. Oh. Da kommt der Nachteil von Facebook. Tschüss, tschüss, tschüss. Tschüss, so, hau rein. Okay, Moment. Jetzt geht's ab. Prepare! Oh, das sieht so toll aus. Das ist so toll. Das ist geil. Allein deshalb liebe ich Barbaren. Alter, was ich jetzt an Schaden raushau. 19 bis 61 und... Achso, das andere, ja stimmt. Das ist jetzt...
Ja, 19 bis 61 oder 21 bis 39. Das ist hart. Und der Angreifenwert, also bei Geschick, 443 und 388. Okay, wow. Ich hätte jetzt auch ein Kristallschwert rausbekommen, aber es ist nicht so toll. Schaden. Wo ist denn überhaupt Glücksspiel? Ich würde das auch gerne mal versuchen. Hier links. Bei diesem Creed. Man okay. kann auch immer wieder unten links. Also bei Hole. Bei diesem alten Sack. Man kann halt auch immer wieder rausgehen und reingehen, dann hat er neue Ware. Es ist halt unidentifiziertes Zeug, was du dir bei ihm kaufen kannst. Schon sagen, dass ich euer bester Freund in diesem das hier ist nicht so toll, das Kristallschwert. Ja, kannst du verkaufen. Danke. Was wollt ihr? Ich mach auch mal Geld Glücksspiel. Ich habe da gerade ziemlich viel Geld reingeblasen ins Glücksspiel. Ich muss jetzt mir was aussuchen und dann... Einfach kaufen, das wird dann identifiziert, sobald du es drin hast. Ja. Aha. Dann kannst du halt ziemlich viel Scheiße bekommen oder mit ganz viel Glück auch Sets. Was Gelbes. Oder was Grünes habe ich noch nie bekommen. Aber. Grün kann man. Habe ich einmal geschafft. Das war allerdings vor Jahren. Das ist sowas wie eine GS-Kapsel. Ich kaufe mir mal eine Rüstung. Mal gucken, vielleicht kriege ich ja was Gutes. Anzug der Stürme. 32 ist schwächer als meine. 3 zu Geschicklichkeit, 1 zu Leben, Blitzwiderstand und Feuerwiderstand. Kann das jemand gebrauchen? Nein, ich habe eine sehr gute. Und komm, ich versuch's noch einmal. Wobei, meine Tuse könntest du es geben. Stimmt. Oh, meine Tuse hat auch schon lange nichts mehr gehabt. Ich kann dir mal was Neues kaufen. Moment, ich schmeiß es mal hin. Ja, ich kaufe ihr selber was. Und komm, Glücksspiel. Achso, jetzt hat er neue Sachen. Neue Helme und Gedöns. Mal Stiefel versuchen. Stiefel? Damit kann sie noch. Auf jeden Fall besser als die, die ich gerade trage. Was auch nicht schwer ist, weil ich glaube ich noch die Anfangsdinger habe. Die ist erst Level 7. Erst noch 2 Level hochpushen. So, dann bunge ich es mal ein. Wow, die hat bei mir eine ganz schön gute Rüstung eigentlich. Bei mir ist die Level 8. Oh Mann, sie kann hier die neue. Warum ist meine Level 11? Weil meine mir die ganzen Kills klaut. Hat einer von euch ein Schild oder sowas in Benutzung? Nein. Also ja, aber das ist bei mir ein konservierter Kopf. Ich trage nur noch konservierte Köpfe, weil die meine Skills hochmachen. Also ich habe ein Schild. Schau dir den mal an. Nein, ich wollte ganz wissen, sonst könnte ich versuchen, mal für dich ein Dornschild zu kaufen. Ja, also den ich habe, mit dem bin ich happy. Ja, ich auch. So, okay. Ich würde sagen, das reicht dann auch. Jo. Ich bin glücksspielsüchtig. Glücksspielsüchtig. Kinder, dieses Spiel macht süchtig. Wie viel kostet dieser Ring? Was? Das ist ja fast ein Schnäppchen. Glücksspiel. Okay, da bin selbst ich zu geizig. Okay, aber einmal will ich noch gucken, vielleicht hat er jetzt ja was Ordentliches. Knuddel. Was ist das denn? Spieß. Das ist eine Assassinenwaffe, so eine. 19.000 kostet dieser Kettenpanzer? Autsch. Aber dürfte dann auf jeden Fall. Ich habe ja nicht mal so viel Geld. Er ist pleite. Pleite nicht, ich habe noch 16.000 Ocken. Komm, wir schmeißen alle zusammen für einen Ring. Nicht zu mir geschwind, mein Schatz. Mein Schatz. Wirklich? Was hat der denn gesagt sonst? Aber ich krieg's den Kobold hol! Das ist er doch auch. Gollum. Nein, er ist ein alter Schwuli. Ein alter Kerl, der alleine in der Höhle haust. Hey, warte auf mich, Bärbel. Lass mich durch dein ruppiges Feld bitte. Was für eine Bärbel, ich kenne keine Bärbel, geh weg. Ruppiges Fell durch. Du bist Bärbel! Ich hab kein Fell, geh weiter. Danke. Na. Du hast Hobbitfüße? Komm her, Hundi, ich hab Knochen um mich rumschweben. Oh, scheiße, ich hab Knochen um mich rumschweben. Oh, Moment. Nein! Geh weg. Blöde Frage, Chat, du nimmst da eigentlich noch auf? Natürlich. Oh, hey, geh weg. Ich nehm noch auf. Meiner Wahl.
Komm zurück, du feige Sau. Ich hab schon gedacht, dass... Ich dachte, ihr wüsstet das bereits. Ja, meine Aufnahme endet erst dann, wenn ich meinen Spruch bringe. Ach ja, stimmt, ja. Ich mag Käsekuchen. Ja, den auch. Ja, diese Axt, die ich vorher hatte, brauche ich, glaube ich, nicht mehr. Auch wenn ein schönes Juwel drin schlummert. Warte, was kann ich nochmal? Hilfe! Na, den spürst du dann auch mal los, ne? Naja, okay, aber dann warte noch kurz, dann bist du noch kurz beim Ende dabei, okay? Okay, ich kann noch warten. Darf ich noch kurz die Kuh klatschen? Tu das. Moment, das sehe ich noch schnell. Warte, guck mal auf meine Hand, guck mal auf meine Hand. Scheiße, stehe ich nicht mehr richtig. Ja, okay, vergesst es. Ja, okay. Gut, das war's für dieses Mal. Bis zum nächsten Mal. See ya, Leute. Tschüss.